Am Sonntag steigt in der Oberliga das Duell der Superlative. Der Tabellenzweite Bozer FC fordert den heuer noch ungeschlagenen Grösus Trient. Von den bisher 20 Saisonspielen hat Trient 19 gewonnen. Einmal reichte es nur unter Anführungszeichen zu einem Remis. Das Hinspiel im Oktober verlor die Talverstädter zu Hause, klar mit 1:5 Toren. Seitdem hat aber auch der Bozer FC kein einziges Spiel mehr verloren und ist seit 14 Runden ungeschlagen. Am Sonntag treffen mit Enrico Gherardi und Fabio Bertoldi auch die beiden Top-Torjäger der Liga aufeinander. Beide haben auch im Hinspiel zugeschlagen. Gherardi stehen bislang 24 Treffer zu Buche. Bertoldi hat ein Tor weniger erzielt. Weitere Highlights der 21. Oberliga-Runde sind die Rhein-Südtiroler-Duelle zwischen dem 3. Obermais und dem SSV Arntal sowie den Tabellennachbarn St. Georgen und Naturns. Ich erwarte mir einen heißen Kampf wieder gegen die Naturns. Ich finde es wichtig, dass wir punkten. Wir müssen einfach punkten. Und schauen wir, wie es weitergeht. Brixen hat Arco zu Gast, Tramin empfängt hingegen Calcio Chiese, während St. Martin, Eppan und Weinstraße Süd ins Trentino reißen müssen. Ein Blick auch auf die Tabelle. Trient führt mit 10 Zählern Vorsprung auf den Bozner FC. Tabellendritter ist Obermais mit 36 Punkten vor den Südtiroler Mannschaften Tramin, St. Georgen, Naturns und SSV Brixen. Ganz unten in der Rangliste Alenzi und Weinstraße Süd mit 15 Punkten. Schlusslicht ist Eppan mit 14.